Los, lasst uns Geschichten schreiben, die wir später einmal gerne erzählen, sagt Julia Engelmann in einem Vortrag an der Universität Bielefeld. Die Videoaufzeichnung von ihrer Rede hat auf YouTube bis jetzt schon über 5,5 Millionen Aufrufe erreicht. Soweit ich Julia verstehe, möchte sie mit ihrem Leben eine Geschichte, Geschichten schreiben. Solche Geschichten, über die sie einmal gerne spricht. Und deshalb will sie nicht länger warten, sondern sie will gleich beginnen, voll zu leben. Julia spricht mir aus dem Herzen, denn auch ich möchte die Chance meines Lebens nicht verschlafen. Dabei frage ich mich, genügt allein die Entschiedenheit, um aus dem eigenen Leben eine schöne Geschichte zu machen? Oder braucht es mehr dazu? Ich denke da an einen alten Mann. Er war enttäuscht von seinem Leben, denn er und seine Frau, sie konnten ein Leben lang keine Kinder bekommen. Das war eine Schande für ihn. Wahrscheinlich hätte man sein Leben vergessen. Wäre da nicht eine Stimme gewesen? Gott hat zu ihm gesprochen, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde deinen Namen groß machen. Abraham hat auf diese Stimme gehört und aus seinem Leben wurde eine wunderbare Geschichte. Noch heute erzählt man sie auf der ganzen Welt. Es war die Geschichte von Abraham in Ur in Chaldea. Von Abraham möchte ich lernen und auf die Stimme Gottes hören und ihr folgen, damit aus meinem Leben eine große und schöne Geschichte wird. Das wünsche ich mir und uns allen. Und eines Tages werden wir alt sein und an die Geschichten denken, die wir gerne erzählen.